Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Big Glück oder können Winners Win. Wir spielen natürlich wieder Forza Hot Wheels. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollen jetzt die Geschichte von Hot Wheels entdecken. Und die Mission machen wir. Da fahren wir jetzt gleich hin. Wie ihr seht, das ist 167 Meter entfernt. Ich würde sagen, wir fahren zusammen hin und gucken, wie die Geschichte von Hot Wheels ist. Hey, hier kann man Points sammeln. Gleich mitnehmen. Ich habe noch eine im Sinn, die du locker schaffen kannst, wenn du bereit bist. Wie, das war eine Mission? Hey, wir haben hier oben auch Bonustafeln. Warum auch nicht? Find sie alle. Okay. Ja, ich weiß nicht mehr, wo wir sie versteckt haben. Haha, das ist klar. Okay, wir starten das mal. Also. Der Hot Wheels Experte. Keine Ahnung. Du hast es noch nicht begriffen, oder? Steig ein. Ich bin der Experte? Würde ich aber. Ihr redet doch noch. Hallo. Wir fahren einen Challenger. Challenger? Fahren wir einen Challenger? Ja, ich glaube schon, ne? Oder ein SS ist es auf jeden Fall. Schau dich hier nur um. Hier wird ein Kindheitstraum wahr. Ja, es ist ein geiles Auto. Ich habe Freunde mitgebracht, die ihre von Hot Wheels inspirierten Autos zeigen wollen. Cool. Also, ja, da haben wir noch Spaß dran. Ja, bitte. Zusammen mit dem Publikum lernen. Ja, danke. Boah, sind wir schnell. Alter, sind wir schnell. Alter. Die Geschichte der Hot Wheels würde mich wirklich interessieren. Vielleicht könntest du... Halt dich an mich. Der größte Hot Wheels-Experte der Welt kann dir noch was beibringen. Alter, ist das Auto schnell. Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ingenieur namens Elliot Hender. Okay. Elliot hatte von Anfang an ein Spielzeugauto im Sinn, das cool aussieht und schnell rollt, damit das Spiel deswegen Hot Wheels, ne? Heiße Reifen. Etwas nämlich nicht auf dem Markt. Mist, ich habe wieder Scheiße gebaut. Hender, komm, wir überholen ihn. Ehemaligen Raketenbauingenieur Jack Ryan und Harry Bradley. Ernsthaft? Raketenbauingenieur? Gemeinsam bauten sie die ersten 16 Autos. Die sogenannten Original 16. Ah. Jacks Team entwickelte die Edelstahlachse und Delrin-Räder, die die Autos super schnell rollen lassen. Cool. Harry dafür ich kann nicht lenken. Konnte nicht lenken. Und Jacks Beiträge wurden zu Säulen von Hot Wheels. Cool. Leistung und Design. Jetzt mal ohne Scheiß. Das Auto vom Band war ein getunter Camaro. So ähnlich wie der, den du gerade fährst. Wir fahren kein Camaro. Ah, ich weiß, was du vorhast. Ja. Wir fahren SS, ein Supersport. Kein Camaro. Doch, es ist ein Camaro. Fuck. Entschuldigung, ich sehe die Front gerade. Das ist ein Camaro. Von Hot Rods und Muscle Cars inspiriert, die zu der Zeit in der kalifornischen Autokultur sehr beliebt waren. Ja, das glaube ich. Nach Harry Bradley kamen weitere Designer zum Team, wie Ira Guilford von Chrysler, der die Twin Mill gebaut hat, und Larry Wood, der den ursprünglichen Bone Shaker entwarf. Cool. Aber von Anfang an entwarfen sie Autos, die vor allem eines tun sollten. Schnell. Wirklich schnell auf Plastikstrecken fahren. Wow. Was nachgeforscht. Geile Geschichte. Nachgeforscht? Ich habe das alles auswendig gelernt, als ich 6 war. Wow, sie ist ein wichtiger Fan. Hot Wheels einem so ins Auge stechen, ist eine spezielle Lackierung mit dem Namen Spectra Flame. Über eine polierte Zinkkarosserie wird eine transparente Lackierung aufgetragen, was den Autos einen total coolen Metallic-Effekt verleiht. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja, als würde man ein echtes Auto, genau, ein echtes Auto lackieren und designen. Hilfe! Mehr als nur ein Spielzeug Hot Wheels, ohne Scheiß. Sau geil. Ein anderes Merkmal war der rote Streifen auf den Reifen, wie bei denen an dem Auto, das du gerade fährst. Ja, sie werden Redline-Reifen genannt und sehen so cool aus. Also hier. Redline-Reifen sind ein wichtiges Merkmal dieser Ära und bei Sammlern sehr begehrt. Ach so, das haben nicht alle, nur die Originalen oder das. Ah, sehr schön. Alter, 300 km/h mit so einem Oldie, Alter, so ein alt Camaro. Gut gefahren. Oh. Hier, hab doch gar nichts gemacht. Custom 1957. Sieger der Legends Tour 2019. Hab ich den Wagen? Danke, Haley. Lass uns das bald wiederholen. Haben wir den Wagen jetzt? Gehört ihr uns? Ich bin nur gefahren. Das ist so geil. Das ist, diese Missionen sind so cool. Da kann man einfach gewinnen, ohne was zu tun. Okay, weiter geht's oder nein? Ich glaube, wir haben es geschafft. Also sehr interessant die Hot Wheels Geschichte. Heftig, was dahinter steckt. Also nice. Das ist richtig bösartig. Wir suchen uns mal das nächste. Was nehmen wir denn? Okay, wir haben alle Geschenke freigeschaltet. Und neues Auto im Fuhrpark. Also ich denke mal, affengeil. Wie weit ist es bis dahin? 1,6 Kilometer. Ich fahre mal hin. Wir treffen uns vom Ziel wieder. Neue Strecke, neues Glück. Und gut ist, die Hot-Dates-Geschichte war extrem interessant. Wir sehen uns gleich vor Ort wieder vom Ziel. Okay, die Markierung sehe ich. Wir sind wieder da und wir fahren drauf zu. Noch 400 Meter. Okay, und scheiß 18 Euro für die Hot Wheels DLC. Kann man machen, wenn man drauf steht. Auf jeden Fall. Bin ich schon mal saustark. Muss man nicht kammern, aber es ist geil. Du hast dein Ziel erreicht. Los geht's. Oh nein, es hängt so an wie immer. Oh nö. Ja, wir bleiben beim Bone Shaker. Also ist der wirklich einer mit der ersten? Das gibt's doch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Aber schickes Design auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Warum haben sie den Anfang so gelassen mit der Tribüne? Die jubeln. Das dauert immer so lang.
Das mag ich doch gar nicht. Egal, was soll's. Müsste gleich vorbei sein. Ja, wir steigen ein. Ja, komm, komm. Komm schon, wir steigen ein. Nein, wir steigen nicht ein. Okay. Aber der Wolf will fahren. Hallo? Spiel? Ah, ich mag das so sehr mit der langen Wartezeit. Oh, Jesus Maria. Und man sagen, dass der Bone Shaker scheiße fährt. Also es wird jetzt ein lustiges Rennen. Ich glaube, ich werde richtig abkacken. Ein Rennen mit Rüttelstrecken. Ich bin mal gespannt, auf was uns wartet. Ich meine, was uns da erwartet. Rüttelplatten, was? Rüttelstrecken, kein Plan. Also bis jetzt haben wir ja noch gar kein Gelände mit Geländefahrzeugen auf einer glatten Plastikstrecke. Aber geil, saugeil. Es erinnert so stark an Hot Wheels und Licious. Das haben wir ja gestern gespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es wieder Hot Wheels und Licious. Danach gibt es wieder Forza featuring Hot Wheels. Es ist schon stark, schon stark. So habt ihr bei mir um 19.30 Uhr immer ein bisschen Hot Wheels und Forza Hot Wheels. Die ganze Woche und vielleicht auch nächste Woche. Ich weiß noch nicht. Und nicht vergessen, 18.30 Uhr kommt Hausbilder die ganze Woche bis Sonntag. Oh nein, oh, das gibt's doch nicht, er übersteuert und er fängt sich auch nicht. Oh, mein böses Auto, jetzt war gut, jetzt war ohne Scheiß, das war so gut. Und dann übersteuert er oder untersteuert, ich weiß jetzt nicht genau. Und dann verlässt er sich auch nicht mehr fangen. Naja, wenn ich es nicht schaffe, ist halt so, aber was zur Hölle soll... Ach so, diese kleinen... Hä, wo ist jetzt bis jetzt das Gelände, wenn ich fragen darf? Also der Wagen hat wirklich so ein Problem mit gerade in der Spur bleiben, wenn er ein bisschen, also wenn er ausbricht, bricht er aus. Ist auch eine gute Sache, muss nicht sein. Naja, gewinnen werde ich es jetzt leider nicht. Weil ich kriege Geschwindigkeit, da muss ich abbremsen. Und ich komme irgendwie auch an die anderen Plätze nicht dran. Ich bin Achter, jetzt komme ich ganz langsam vorwärts. Ganz schlecht. Und in 40% sind wir da, 30, okay. Ja, ein bisschen driften kann der Wagen, man muss da ein bisschen Gefühl haben für. Aber so richtig bin ich den ja auch noch nicht gefahren. Ja, so leicht driften kann man mit dem Ding. Leicht bricht er aus, aber den kann man wieder gut fangen. Eigentlich. Wie gesagt, muss damit üben. Mich ärgert, dass ich die drei vor mir nicht kriege. Hätte ich das nicht versaut, wäre das so schön geworden. Ich überlege, ob wir das gleich nochmal neu fahren. Boah, hallo. Was für eine Steilbahn. Uiuiuiuiui. Ja, das ist schon geil. Schade, wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht näher dran. Das war so ein guter Start. Wir fahren auch gleich nochmal. Alle Wege führen in die Zone. Sehr schön. Wir fahren nochmal. Das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. Wir fahren nochmal. So, wie versprochen, wir fahren nochmal. Das war wirklich nicht. Das war ja... Das, ey, hätte ich das nicht versaut, wäre das so schön geworden. Ich hatte eigentlich gute Position, glaube ich. Ich hoffe, also wenn ich jetzt auch nicht besser werde, dann gehen wir natürlich zur nächsten Strecke über. Aber ansonsten würde ich gerne versuchen, den ersten zu holen. Weil, wie gesagt, der Wagen driftet. Man muss da ein bisschen mit spielen. Das ist eigentlich kein Problem. Und ja, dass ich ihn überdreht habe, weiß ich auch nicht, warum. Wo kriegt der die Geschwindigkeit her? Ohne Scheiß, wo hat der den Turbo her? Ja, immer ein bisschen gegenlenken, dann kann man den eigentlich wieder fangen. Das meinen die für als Gelände, diese kleinen Rüttler. Die spüre ich nicht mal. Finde ich aber gut. Na, nice, warum nicht? Nein, ist cool, ist wirklich sau cool, ey. Ist ja Nörgeln auf hohem Niveau bei mir gerade. Naja, komm schon, hol sie dir. Komm, er bremst ab. Er bremst auch ab. Scheiße, ich habe Mist gebaut. Aber hier hatte ich mich von gedreht, oder? Ja, dann bin ich noch gut dabei. Ja, Vierter ist besser als Siebter, was soll man sagen? Ja, sehr schön. Komm schon, den kriegen wir. Den Dritten kriegen wir. Mist. Zu weit. Aber komm schon. Ah, er beschleunigt nicht. Ich tritt voll durch. Das ist ein ganz komisches Gefühl, aber er beschleunigt nicht. Aber wir sind Dritter bis jetzt. Okay, ist schon mal besser als vorher. Vielleicht kriege ich den Zweiten, aber besser wird es, glaube ich, nicht. Weil allein der Wagen gar keinen Speed hat. Ey, wo holt der die Geschwindigkeit her? Der ist auch ein Bone Crusher. Okay, ein bisschen driften. Ja, nice. Wo holt der andere die Geschwindigkeit her? Ich tritt voll durch. Wenn der andere nicht getuned ist, kann er gar nicht schneller sein als ich. Wie gesagt, wir sind angeblich in der gleichen Klasse.
Aber ich kann auch nichts rausholen. Ich dritt voll durch. Mehr geht nicht. Ich kann nur versuchen, hier so spät wie möglich reinzubremsen und hoffen, dass er dann zu früh bremst und ich dann überholen kann. Es wird nicht besser. Dritter ist besser als siebter, aber es wird nicht besser. Der Wagen hat keinen Speed von mir. Naja, mit Schummeln kommt man auf den zweiten, aber besser wird's nicht. Naja, wie gesagt, besser als die Runde davor mit siebter. Also nehmen wir so, können wir kaufen. Wird auch die letzte Runde und übermorgen geht es weiter mit Forza. Boah, ist das eine geile Strecke. Dann wieder die schräge, Alter. Naja, besser wird's nicht. Schade drum, schade drum, schade drum. Aber den ersten kriege ich nicht. Ich müsste den Wagen tunen. Dann ist die Frage, darf ich dann noch fahren mit dem Wagen? Ah, komm, zweiter ist gut. Ja, so sieht der Gewinner aus und ich bin Zweiter. Ach, meine Güte. Aber ich kam den Wagen nicht dran. Was war das? Okay, weiter geht's. Alle Wege führen die Zone. Ja, ist klar. Okay, das nächste Ziel habe ich markiert. Das ist in 5 Kilometer Entfernung. Kein Problem, wir sehen uns kurz vor Ort wieder. Bis gleich. Ah, okay, kurz vorm Ziel, kurz vorm Ziel. Letzte Runde für heute. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, auch mehr habe ich erstmal nicht auf die Karte für B. Ich hoffe nicht, dass ich alles als Erster fahren muss, also erster Platz. Das wäre schlecht, aber wir gucken mal, was wir jetzt hier machen können. Und schon wieder mit der Bühne. Die Bühne ist wieder da. Oh nein, ich mag die Bühne doch gar nicht. Wir fahren jetzt den fallenden Wald. Forest Falls? Waldfallend? Was wird das jetzt für eine Karte? Auf jeden Fall eine neue Landschaft oder was? Keine Ahnung. Saugeiles Game bis jetzt. Aber irgendwie ist es, glaube ich, auch die letzte Strecke, die ich, glaube ich, jetzt auf der Karte fahren kann. Glaube ich. Ich hoffe nur nicht, dass ich bei allen Erster sein muss. Sonst würde ich das eine Rennen nochmal machen. Das war doch ein bisschen anstrengend. Okay, komm schon. Los, komm, hör auf mit der Wartezeit. Yo, 21 Minuten Aufnahme, das gibt's doch nicht. Yo. Keine Ahnung, was wir jetzt hier fahren, aber es wird lustig. Oh, ich habe die Start versorgt, sehr schön. Aber man hat hier keinen Turbo, so wie bei... Ne, schade. Das wäre jetzt noch geil, so ein Turbo wie bei richtigen Hot Wheels und Licious. Und ich glaube, ich habe den Start versorgt. Ich weiß es nicht, es ist schon wieder so ein Prozentrennen. Oh, geil. Oh, yes. Ja, endlich mal ein bisschen Wald dabei. Nice. Ja, sehr schön. Sehr schön. Yo, wieder auf die Straße drauf. Kennen wir, wie gesagt, von Hot Wheels und Licious, was gestern kam und morgen wieder kommen wird. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich auf meinen Kanal bringe. Ich habe ein bisschen umstrukturiert. Ich bringe jetzt ein bisschen mehr Hot Wheels und Forza und Housebuilders. Ich will jetzt mal gucken, dass ich so ein bisschen kampagnenmäßig auch was mache. Oder eben mehrere Folgen von einer Sache. Ich weiß noch nicht. Aber läuft. Mein Gott, zwei vor mir. Der Bonecrusher muss ein bisschen mehr Gas geben. Ja, komm, noch ein Bonecrusher. Den müssen wir doch kriegen. Er hat doch theoretisch die gleiche Beste wie wir. Weil nicht, dass ich wüsste, dass die einmal getuned ist. Aber ist geil, saugeil. Und scheiße. Also wenn ihr das Geld habt, holt euch das Update. Wenn ihr Hot Wheels Fan seid, holt euch bei Forza das Update, das DLC, sorry. Und gebt die 18 Euro aus. Es ist nichts Verkehrtes. Also wie gesagt... Forza und Hot Wheels, geile Fusion. Das Wort fehlt mir. Fusion. Zusammensetzung, Schmelzung. Ja, wir kommen dran vorbei. Auch bitte Erster, komm. Bitte einmal Erster werden. Ey, yo, das wär's. Jetzt müssen wir noch sauber fahren, keine Scheiße bauen. Ah, der war gut. Wir werden irgendwie gerade mächtig beschleunigt, warum auch immer. Und jetzt drifte ich wieder ein bisschen, sehr schön. Ja, der andere Bonecrusher kommt näher. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind zivilisierter fahren, müssen wir einfach... Was war denn da im Weg? Was war denn bei mir im Weg gerade? Ich habe es nicht mal gesehen. Yo, Beschleuniger. Ich habe noch gedacht, beschleunigt das uns? Yes, baby. Noch ein Beschleuniger. So muss sein. Maxi Speed. Geschwindigkeit 500. Was? Nee, im Leben nicht. 250. Ah, okay. Und wir werden nochmals beschleunigt. Ist das bösartig. Oh, baby. Hot Wheels. I love it. Hot Wheels und Forza. Die beste Fusion. Es ist doch gar keine Eisfläche. Oh mein Gott, der Wagen hat so ein Problem. Ihr müsst so vorsichtig mit dem fahren. Der haut so schnell mal ab, aber wir schaffen es, glaube ich. Ja. Ja, jetzt gehen wir irgendwie bergauf. Warum? Keine Ahnung. Ziel. Voraus, Erster. Yo, Baby. So kann es gehen. Warum nicht immer? Warum nicht immer so? Geile Sache. Okay, ich habe gerade mal auf der Karte nachgeguckt. Okay, wir haben noch mehrere Sachen zum Fahren, also keine Angst. Die nächsten Tage haben wir noch was hier auf der Karte frei zu fahren.
Wir sehen uns morgen wieder bei Hot Wheels ohne Licious. Heute, also ne, um 19:30 Uhr. Ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt Hot Wheels in die Kommentare. Danke. Und ich bin hiermit raus. Peace.